J'ai besoin de toi. Je peux pas respirer sans toi. Ne me marie pas. Thomas, je t'aime. Katrin Kaspar ist Schauspielerin. 3 Jahre hat sie im Zimmertheater in Tübingen gespielt. Jetzt will sich die 27-Jährige einen Namen in Frankreich machen. Französische Filme gefallen mir einfach total gut. Also ich liebe halt überhaupt das französische Kino. Ich finde es viel spannender. Ich finde die Typen spannender. Ich finde es halt viel geiler, dass in Frankreich oft die Fressen gesehen werden. Weißt du, da guckst du halt dann, oh, der hat ein schönes, also ein interessantes Gesicht, nicht so glatt gebügelt. Um sich in Frankreich bei verschiedenen Casting-Agenturen bewerben zu können, hat Katrin sich an einen Coach gewandt. Christophe Averlin hat mit Katrin ein Profil erarbeitet. Er hat in ihr eine Rolle entdeckt, mit der sie auf dem französischen Markt eine Nische bedienen könnte. Als Frau, die manipuliert. Aus dem Kontext heraus, was ich sonst in Deutschland schon gespielt habe, das waren auch so eher so manipulative Rollen, der gesagt, okay, wenn du dich auf diese Richtung fokussieren möchtest. Christophe hat Katrin geraten, für ihre Bewerbungsvideos in jeder Rolle etwas leicht Manipulatives einzubringen. Nicht nur die manipulative Prise soll Katrin einen Vorteil im französischen Schauspielbetrieb verschaffen. Katrin ist zweisprachig aufgewachsen. Ihre Mutter ist Französin, ihr Vater Deutscher. Ich glaube, man wird mich immer als eine Deutsche oder als eine Französin-Deutsche besetzen einfach, weil ich ja dann doch nicht ganz Französin bin. Je nachdem, wenn ich eine deutsche Rolle spiele, mache ich was Französisches rein. Wenn ich eine französische Rolle spiele, mache ich was Deutsches rein. Katrins Coach sieht, dank Netflix, Amazon, YouTube und Facebook, für Schauspieler viele neue Möglichkeiten in Europa. Die Nationalität spiele, sagt er, eine zunehmend untergeordnete Rolle. Quand on cherche un acteur, on cherche un acteur. On s'en fout d'où il vient. Si on le trouve bien, on le cherche partout maintenant. Il cherche tous les accents, toutes les origines, et ce sera de plus en plus le cas. Et après, évidemment, la France est quand même un point très important pour les tournages. Am liebsten hätte Katrin eine Wohnung in Berlin und eine Wohnung in Paris. Denn in beiden Städten sieht sie Vor- und Nachteile. Ich glaube, hier in Frankreich hast du viel mehr Castings. So, also hier kommt man näher, schneller an die Regisseure, an die Caster ran. Aber in Berlin kannst du das Leben halt besser leisten. Es ist halt einfach günstiger, dort zu wohnen. Katrins Plan ist es, erstmal in Berlin zu wohnen und nach Kontakte nach Paris zu knüpfen. Sie hatte schon einige Castings und Recalls. Vielleicht ergibt sich daraus bald eine Filmrolle in Frankreich.